Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zum ersten Teil vom Vlog YCS Atlanta, Team YCS. Wir sind gerade in Berlin gelandet vor einer Stunde. Eigentlich war es geplant, 20 Uhr hier zu sein. Daraus wurde 23.30 Uhr oder so. Bei Alex, er hat auf meine Anfrage reagiert und gemeint, ja klar, ihr könnt hier pennen. Für Wu, für Gun, für Adrian, für alle, die zu Hause geblieben sind, weil sie angeblich arbeiten müssen. Das waren so die ersten Worte der Woche von Baumann. Und noch die letzten. Ja, Chris und ich sind hier, nachdem wir dreimal in Halle losgefahren sind, mehr oder weniger, weil wir noch was einsammeln mussten, weil wir was vergessen hatten, weil wir dann nochmal Schlüssel holen mussten. Und hier haben wir eine halbe Stunde nach dem Parkplatz gesucht. Aber jetzt haben wir alles geklärt. Eventuell filmen wir die Tage mit einer DJI Osmo Pop. Alex ist noch am Versuchen, weil über mein altes iPhone 4, was ich jetzt habe, kann ich diese App leider nicht downloaden. Kannst das Betriebssystem nicht aktualisieren und deswegen keine Apps installieren, weil dein Handy zu alt ist. Ja, da geht und das ist dein neues Handy. Da geht kein iOS 7. Sag ich iOS oder iOS oder iOS? iOS, ja. Um genauer zu sein, iOS. iOS. Ja, die Android. Wenn viel Generation Y sind. Bist du ein Millennial oder bist du Generation X? Er fällt noch unter Millennial, aber taktisch, also von den Taten her. Also kurz nach Mauerfall, würde ich sagen. Na gut. Alex ist noch am Basteln. Was für eine Mauer? Ja, die doofe Kamera sagt, sie ist nicht aktiviert, obwohl sie aktiviert ist. Das ist keine doofe Kamera. Die ist cool. Achso, hier kann ich mal Live-Reaction machen von der Champions League. Vielleicht hat Schalke gesagt. Schalke hat eindeutig Junge verloren. Au, 7-0. Tja. Das war's dann wohl. War für knapp oder gegen? Natürlich gegen. Sie, also. Ha. Und Juventus hat 3-0 gewonnen. Dreimal Cristiano Ronaldo, tja. Da haben sie es wohl doch noch geschafft. Egal. Hier das, ich nehme alles zurück, das hier ist für Atletico Madrid. Das ist ein richtig kranke Piepsue, ne? Mit seinem scheiß Simeone-Trainer und was weiß ich. Schön Schneiderarbeit. Geil. Darf ich auch mal was Blödes sagen? Ja, ja klar. Hast du nicht gedacht, dass du darfst, ne? Schade. Das war's. Ja, mir fällt nichts ein. Robin, dann muss ich dich halt jetzt beleidigen. Ah doch, genau, warum, Robin, du Stück. Warum bist du ekelhaft? Ey, schade, weil so haben wir ja keinen, den wir ja irgendwie runter machen können. Das war's dann erstmal vom Dienstag. War ein langer Tag. Dein Schmuckstück ist aktiviert. Sehr geil. Also switch mal jetzt um auf DJI, also Polit. Jens? Hi. Deine neue Kamera läuft. Gut, dann gehen wir jetzt da mal über. Geil. Es läuft. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich weiß noch nicht, wie der Sound hier ist. Mittwochmorgen, Berlin-Tegel. Na, Chris, gut aus dem Bett rausgekommen. Ich will das Augenringen, Alter. Vor so einem Kühlschirm. Gibt's aber nicht für Männer. Ach, wir warten jetzt noch anderthalb Stunden, das ging schneller als gedacht. Ich hab's immer noch nicht überwunden, wie scheiße Schalke ist. Der Schalke ist so ein Dreckvieh. Scheiße, nur hier. First World Problems. Chris kann sich nicht entscheiden, obwohl wir hier ganz easy unseren Flug umbuchen können. Wo man sitzen will. Ich habe einfach auf Weiter geklickt und dachte mir, ist mir doch egal, wo ich sitze. Hauptsache, ich komme hier weg. Am Gang, ja. Oder am Fenster, weil man sich da gut anlehnen kann. Ja, das ist so schwierig. So wichtig. Ne, wir haben 3 Stunden Zeit, du kannst dir doch Zeit lassen. Aber ich würde so gerne langsam mal aufs Klo gehen. Wir wissen übrigens nicht, wo Djark ist, ob er es geschafft hat in dem Flieger nach Atlanta, alleine jetzt. Oder ob er auch noch hier rumhaust. Also ich meine, draußen ist kein so tolles Wetter. Was soll man sagen? Hast du jetzt eine Entscheidung gefunden? Geh ans Fenster. Fenster ist auch geil. Fenster ist auch geil, ja. Man muss aber alle bitten, dass sie aufstehen. Trinkst du viel? Bier für Lauge. Oh ja, na dann lass uns irgendwo am Gang sitzen. Es gibt News, Jack, sein Flug hat auch Verspätung, wir suchen den jetzt. Und dann können wir alle Mann den nächsten Flug nehmen, 16.50 Uhr. Ja, läuft doch alles super. Gestern das Auto. Heute. Ach, ganz maue Geschichte schon wieder. Ja. Er wollte ein Instagram-Foto machen, brauchte 5 Minuten Vorbereitung und muss jetzt noch die Haare kämmen. Ja, ja, ich schäme mich genauso, wie geht's denn? Was ist das für ein Spaß? Na, schmeckt's? Okay. Wir haben unseren dritten Mann gefunden. Jörg ist jetzt am Start. Hat auch seinen Flug verpasst. Aber er hat länger den Flug verpasst als wir und hat einen
10-Euro-Gutschein bekommen. Wir wollten den auch beantragen, gibt's für uns nicht. Und ich warte jetzt noch auf meine Enter. Ja, teuer hier, wa? Schmeckt's euch? Schmeckt. Auf jeden Fall lecker. Super, alles klar. Wie teuer war dein Essen, Jens? Das sag ich nicht. Läuft gut momentan mit Karten verkaufen, ne? Genau, meine Jungs, die sind fleißig und ich bin hier irgendwo in Amsterdam auf dem Airport und esse mit euch erstmal was. Ah, super Job. Jungs, ich liebe euch. Jungs, wir haben es geschafft, wir sind drinnen. Schön, KLM nach Amerika. Riesending. Gucken wir mal, was wir jetzt die nächsten 10 Stunden hier machen, ne? Hier ist 10 Minuten im Flugzeug. Mittlerweile 7 Stunden unterwegs hier im Flieger nach Atlanta. Und ich dachte, ich melde mich mal, wir haben uns ein bisschen ausgeruht, ein paar Filme geguckt, was Cooles gegessen. So Leute, wir haben es gleich geschafft. Atlanta. Autofokus, da, macht er nicht. 81 mal 130 Kilometer. Dann sind wir durch. Willkommen im Atlanta Hotel. Gegen 0 Uhr zum Mittwoch auf Donnerstag. Naja, ich bin nicht so begeistert. Erstmal vorhin eine Kakerlake weggemacht. Jetzt haben wir hier nur wieder diese ekelhaften Großbetten für zwei Leute mit einer großen Decke. Und wenn ich mich hier in das Bett reinlege, dann geht die andere Seite ziemlich weit nach oben. Weil du so fett bist. Nein, weil irgendwie das Bett komisch gebaut ist. Also, wenn Tjark nachher hier reinkommt, dann geht das wieder ganz weit weg. Also, naja. Gut, ich geh pennen, ich bin müde. Tschüss. Der Tao ist jetzt mit am Start. Was geht denn los, Jungs? Ich bin klar schon mit dem Ding nicht einmal schon in den Bauch reingefahren. Hast du dich informiert? Kann man die hier in Staaten einfach so starten? Ja, klar. Also ist auf jeden Fall so ein kleines Ding, dass du da keinen Drohnenführerschein brauchst, wa? Man muss die eigentlich registrieren für den Fünfer. So, erste Tour, Innenstadt, Atlanta. Wir sind komplett. Und jetzt geht's los. Jo, Uber in Atlanta. Ging schnell, ging fix. Ja, ich meine, Alter, hier hat's ja angefangen. Hier kommt das ja alles her. Ja. Oder? Uber kommt aus den Staaten. Was? Uber kommt aus den Staaten. Ja, ja. Gut, gucken wir uns ein bisschen was an. Vielleicht zu Coca-Cola, vielleicht in einem Park. Nachher lecker Mittagessen. Hoffentlich. Erstmal gucken, was so abgeht. So. Ich habe gar keinen Plan von was. Olympia Park, Atlanta 2019. Taos erster Versuch mit der Drohne hier in Atlanta. Ja, du hast ein bisschen getestet, hast du gesagt? Ein bisschen habe ich getestet. Einmal gehe ich schon in den Baum rein. Hier mit der alten Kamera. Hinter uns die Skyline von Atlanta. Jetzt geht's los mit dem Drohnenflug in Atlanta. Oh mein Gott. Abstand halten, Jungs. Weil wir Bock hatten, auch was zu sehen. Und ziemlich cool hier. Wir waren auch drüben in so einer Art Aquarium, aber es war doch ein bisschen zu teuer. Da dachte man, nee, lass mal lieber. Und jetzt kommen wir ja noch weiter ein bisschen im Museum hier. Das geht wahrscheinlich noch um Marketing von Coca-Cola. Die gibt es ja seit 150 Jahren. Oh, gucken wir mal weiter. Okay, jetzt geht's los. Jetzt sind wir hier im Tasting Room von dem Coca-Cola Museum. Und ja, hier gibt es einen Haufen Sorten, die man einfach mal ausprobieren kann. Fangen wir doch mal an. So, wir sind wieder raus aus Coca-Cola, beim Burger essen. Oh, und jetzt kommt gerade Frankfurt, Achtelfinale. Ha? Führt schon 1-0. Ja, ist überragend, aber das ist erst die halbe Miete. Ah, es sind noch 70 Minuten, wa? Was? 70 Minuten noch. Jo. Aber so kann man doch entspannt vor so einem Turnier mal ein bisschen. Jetzt bin ich in Frankfurt gucken. Genau. Habe ich übrigens schon erzählt, dass ich meinen Ausweis vergessen habe. Und den jetzt zweimal schnell vorzeigen müsste. Aber man kommt ja auch so, klar. Man muss halt nur eine Ausweiskopie wenigstens einstecken. Wenn er so direkt